Tag Kinders und willkommen im Olympiastadion, im Webvideo, in der Webvideo League. Wir müssen gegen die Münchner ran. Hinspiel haben wir 0-0 gespielt, aber wir haben inzwischen einiges an Skill dazu gewonnen, um es mal so zu bezeichnen. Wir haben es selbst geschafft, die Webvideo, die European Classics mit 2-1 zu schlagen. Haben fantastisches Spiel abgeliefert und da, wo wir aufgehört haben, machen wir jetzt hier natürlich möglichst weit. Ach, scheiße. Möglichst weiter. Ah, schade. Das war... Wer war das? War das gerade Ju? Oder... Ja, das war Ju. Mist. Volle Konzentration. So, dann schlagen wir auch die Bayern und festigen unseren Tabellenplatz Nummer 1, denn wir haben es mit dem Sieg gegen die European Classics geschafft, uns die Tabellenführung zu holen. Das erste Mal in dieser Saison. Und das mit dem Start in die Rückrunde. Das ist doch perfekt. Oh, und wir haben sogar einen Debütanten auf dem Platz, sehe ich gerade. Der Rob. Rob Bubble steht das erste Mal in dieser Saison auf dem Platz und das gegen die Bayern, das ist schon eine Hausmarke. Robert Hofmann steht auch das erste Mal auf dem Platz. Also ich habe ja gesagt, jeder Spieler wird hier in dieser Saison mindestens einmal auf dem Platz stehen. Und ich glaube, dann sind wir eigentlich auch schon mit allen durch. Ich glaube, inzwischen standen alle mindestens einmal auf dem Platz. Und das ist schön. So haben alle mal ein bisschen was dazu beigetragen, dass wir am Ende hoffentlich sogar noch die Meisterschaft gewinnen. Mist. Aber dazu muss ich jetzt erstmal ein Sieg gegen die Bayern her. Nein, nicht hinfallen. Oh. Oh, der Chef. Irgendwie sind denen seine Pässe kurze. Der Chef hat ja in seinem letzten, in unserem letzten Spiel sein allererstes Saisontor gemacht. Gegen die mit Abstand stärkste Truppe im Spiel macht ausgerechnet da der Gronkh sein allererstes Tor in dieser Saison. Und das als Innenverteidiger. Pete von den Smeets. Wird hier unsanft, aber fair gestoppt. Ah, da musste ich ihn rausbringen vorne, sonst hätte er mich... Ah, und Alex holt sich den Ball, rin in den Strafraum mit dir. Ja, schade. Ja, Mist.
Oh, die sind aber auch. Ich muss jetzt gerade mal so ein kleines bisschen Ruhe in das Ganze reinbringen hier. Und einfach mal ein bisschen hinten rum. Ah. Aber Max ist da, Max ist da, Max ist da. Bring die Flanke, Max. Ah, Ecke rausgeholt. Wenigstens etwas. Ah, der kommt zu kurz. Oh. Oh, Sir Totti legt die da ein bisschen unsanft hin. Aber ist egal, Halbzeit 0:0 nach wie vor. Wir haben das Ganze hier aber bis hierhin noch ganz gut im Griff. Wir sind am Drücken, das 1:0 kann nur noch eine Frage der Zeit sein. Oh, und dann legt er sich den so weit vor. Ah, scheiße. Ich wollte eigentlich was anderes machen. Aber okay. Ich weiß gar nicht, könnt ihr das Reinrufen des Trainers hören? Dieses nicht verlieren, Achtung und so weiter. Scheiße. Ich kann das ganz gut hören. Gut, ich spiele jetzt auch mit dem Headset oder beziehungsweise mit Kopfhörern. Ich kann hier jetzt gerade nicht sagen, ob man das hören kann. Würde mich einfach nur mal interessieren. Ich wollte gerade sagen, schafft doch erstmal den Scheißball da hinten weg. Stark. Ah, die Idee war nicht schlecht. Ausführung dann eher so ein bisschen mangelhaft. Und wieder Mabu Nilsson. Legt ihn auf den Sir Totti. Scheiße, jetzt wollte ich ihn unbedingt mal runterlegen, dass ich auch mal... Oh, stark gemacht von Max. Oh. Alter. Bei dir hackt es wohl. Oh, das ist doch Ju. Oh Mann. Die machen mir den noch kaputt. Ich kann hier keine Freistöße schießen. Wisst ihr was? Scheiße, ich wollte es einfach mal flach einfach drauf. Ich kann hier keine Freistöße schießen. Ich kann mit dieser scheiß gestrichelten Linie kann ich hier überhaupt nichts anfangen. Okay, Ju ist wieder
wieder gesund. Musste kurz behandelt werden. Ey, ich krieg gerade irgendwie gegen die Typen hier. Krieg gerade nicht so wirklich was Zählbares hin. Robert, Robert. Oh nein, ein Schritt zu viel. Robert, sehr schön. Stark gemacht. Oh, da in der Mitte kommt er. Oh, Flanke war jetzt nicht so toll. Oh, schade, schade, schade. Max mit der Ecke. Oh, schade, schade, schade. Oh. Da wollte ich ihn mit Robert gerade rechts runterlegen. Und da ist das 0:1. Robert Hofmann, DVD-Kritik-TV. Macht hier tatsächlich das 0:1. Gut, er ist jetzt im wahren Leben nicht ganz so agil wie hier im Spiel, aber ist ja wurscht. Er heißt halt so. Er macht das Ding hier tatsächlich. Das ist schön, wenn auch mal einer, der sonst nicht so oft zum Einsatz kommt, hier tatsächlich sein Tor macht. Aber da läuft er auch schön wieder in den freien Raum. Sehr stark. Das freut mich. Und das in der Nachspielzeit. Ich habe gar nicht auf die Zeit geachtet. Jetzt bloß noch weg das Ding. Jawohl, 0:1 gewonnen gegen die Bayern. Jawohl, woll, woll. Seit dem Unentschieden gegen Barcelona gab es keine Niederlagen und keine Unentschieden mehr. Haben alles gewonnen, was danach kam. Und damit die Tabellenführung auch verdient erobert. Schauen wir uns die anderen Ergebnisse mal an. Können wir uns weiter absetzen? Nein, nicht ganz. European Classics gehen sogar wieder an uns vorbei. Haben jetzt, ich glaube, ein Tor mehr als ich. Nee, gleiche Tordifferenz. Ja. Das sieht doch aber echt gut aus bis hierhin. Ich bin total zufrieden. Wer ist der nächste Gegner? Wir schauen. Borussia Dortmund. Da hatten wir unseren ersten Saisonsieg in der Hinrunde. Mit 2:1 haben wir damals gewonnen. Hier holen wir uns jetzt natürlich auch wieder einen Sieg. Ich sage erstmal danke fürs Reinschauen. Ich wünsche euch noch einen traumhaften Tag. Bis zum nächsten Spiel zu Hause gegen Dortmund. Ich verabscheue mich.